Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich starte mit dieser Videosequenz den Vlog für die 32. Schwangerschaftswoche. Das ist so krass. 32. Schwangerschaftswoche bin ich jetzt schon. Und ich habe hier am Schreibtisch gerade ein paar Sachen erledigt, beziehungsweise am Laptop, denn ich habe so ein paar Sachen noch bestellt, die ich gedacht habe, ich werde jetzt einfach mal alles, was ich mir noch vorgenommen habe, zu besorgen, zu bestellen für das Baby, für mich, was ja nicht sonderlich viel ist, weil eigentlich habe ich ja alles schon, was man an Babyausstattung braucht, was man an, Entschuldigung, was man zum Stillen braucht, was man, ja, also was man einfach an Babyausstattung braucht, ich habe eigentlich schon alles, aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich so den Wunsch habe, das ein oder andere, ja, diesmal anders zu machen, das ein oder andere zu ersetzen. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade ganz viel, was heißt ganz viel, einiges bestellt. Und das zeige ich euch natürlich auch im Laufe der kommenden Videos. Und irgendwas wollte ich euch gerade noch erzählen. Was war das denn? Ja, also irgendwie ist es komisch. Ich bin ja jetzt seit fast 2 Wochen zu Hause, so richtig ja im Beschäftigungsverbot. Und das fühlt sich irgendwie gar nicht so danach an. Ich weiß es nicht. Zum einen hatte ich ja davor Urlaub und das ging wirklich so fließend ineinander über. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren, dass dieses Beschäftigungsverbot dann in ein paar wenigen Wochen, ich glaube, es sind jetzt noch ungefähr drei Wochen, bis der Mutterschutz losgeht. Also, dass das jetzt alles so, ne, fließend ineinander übergeht, dass ich da jetzt so, ja, gar nicht mehr an die Arbeit muss, sondern mich jetzt wirklich hier zu Hause auf alles konzentrieren kann und mich natürlich ausruhe, mich natürlich schone, aber es ist irgendwie, ja, fühlt sich ganz merkwürdig an. Beziehungsweise irgendwie ja gerade auch nicht, also ja, keine Ahnung, schon wieder ein bisschen Gedankenchaos, Gedankenwirrwarr. Aber ja, ich dachte, ich melde mich jetzt mal kurz zu Beginn der 32. Woche. Das ist krass, nächste Woche. Mit dem nächsten Wochenwechsel bin ich dann schon im 9. Monat. Im 9. Monat, das ist so krass, ihr Lieben. Ah, oh, das ist so, es ist so Wahnsinn. Oh, es geht so schnell, es geht so schnell. Vor allem, weil ich jetzt die ganze Zeit auch schon vom Wetter her das Gefühl habe, wir sind schon total im Herbst, was mich natürlich unglaublich freut. Von mir aus dürfte es jetzt so bleiben. Ich habe auch schon total, ja, Lust auf Herbst. Ich hatte ja auch die Klamotten und jetzt alles schon so für Herbst, Winter, für die Kinder durchgeschaut. Das habe ich euch auch in irgendeinem Video mal erzählt. Und da geguckt, dass wir alles schon da haben, dass ich das nicht mehr machen muss, wenn das Baby dann und da ist und so. Und es sind natürlich jetzt genau dann die Klamotten für meine Jahreszeiten, die ich liebe. Ne? Jetzt, wenn der Herbst kommt und dann natürlich auch die Weihnachtszeit und so weiter. Und Herbst ist eben für mich so, ne, gedanklich, okay, Baby kommt. Aber ja, das ist so krass. Ich komme irgendwie nicht drauf klar. Aber ich hätte jetzt echt Lust, dass das so schon in Herbst übergeht. Ich gucke auch die ganze Zeit schon im Supermarkt, ob es schon Kürbisse zu kaufen gibt, weil ich so Bock habe, mit Kürbis zu kochen. Und ja, ich freue mich einfach so. Mir tut es auch so gut, dass es nicht so heiß ist. Und ja, mir sagt auch einfach dieses Wetter total zu, das wisst ihr. Dass ich dieses Wetter, dieses Bewölkte, dieses ein bisschen Trübe, dieses, ja, Windige auch, ja, dass das ja total meins ist. Von daher, ja. Alle, die den Sommer vermisst haben die letzten Wochen, es tut mir leid, aber ich habe mich sehr gefreut. Und von mir aus darf es auch gerne so bleiben. Aber da hat keiner von uns ein Mitspracherecht. Gott sei Dank können wir das Wetter nicht beeinflussen. Und ja. So viel zu meinem Gedankenwirrwarr. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier anfangen soll zu reden. Wenn ihr wüsstet, was die letzten Tage hier los war.
unfassbar. Also das, was ich noch in der letzten Schwangerschaftswoche gesagt habe, beziehungsweise auch was mein Arzt mir gesagt hat, ne, wir machen jetzt genauso weiter, schön schonen, kein Stress, viel ausruhen, und dann wird das mit dem Gebärmutterhals alles noch ja, weiterhin einen guten Verlauf nehmen. Seit, ja, also es funktioniert gerade gar nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel, nein, ob ich genau erzählen will, mit euch teilen will, was passiert ist. Und wenn ich es mache, wie viel, ich muss das irgendwie erstmal alles verarbeiten. Wenn ich jetzt darüber, glaube ich, reden würde, müsste ich wieder komplett anfangen zu heulen. Ja, es liegen auf jeden Fall hinter unserer Familie keine einfachen Tage. Es hat einen sehr krassen medizinischen Notfall gegeben bei einer meiner Jungs. Und ja. Ich komme damit ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar. Sobald ich mir die Situation wieder vor Augen rufe oder in Erinnerung rufe, schnürt es mir alles zu. Und ja, also deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie viel ich in ja, dieser Schwangerschaftswoche jetzt noch zum Vloggen komme, zum euch mitnehmen komme. Ich vermute eher nicht viel, weil jetzt einfach die Prioritäten gerade wo komplett anders liegen und mir auch ja wahrscheinlich nicht so danach sein wird, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich wollte jetzt trotzdem nur kurz ja einen kleinen Status zumindest abgeben und ja, hoffe natürlich sehr, dass ich zu der Sorge um meinen Großen, also es geht um meinen großen Sohn, jetzt mir nicht auch noch sehr viele Gedanken ums Baby machen muss. Ich habe nachher wieder Kontrolltermin und da schauen wir, wie ja, sich alles weiterentwickelt hat. Heute ist wieder regulärer Termin, diesen Zwischenkontrolltermin wegen dem Gebärmutterhals, der letzte Woche war, den haben wir ja noch so dazwischen geschoben. Heute sind wir wieder im regulären Rhythmus drin und das passt mir ehrlich gesagt unglaublich gut, weil ich natürlich wissen will, ob sich dieser ganze Vorfall diese letzten Tage irgendwie auf den Gebärmutterhals ausgewirkt haben, irgendwie aufs Baby ausgewirkt haben. Ich hoffe nicht. Ich kann jetzt nicht noch irgendwie eine zusätzliche Sorge gebrauchen. Ja. Denn er strampelt fleißig, das ist für mich immer schon mal ein sehr guter Indikator. Ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt nicht noch ein Päckchen für uns zum Tragen mit dazukommt. Der Leo macht gerade Mittagsschlaf und den werde ich nachher mitnehmen müssen. Ich hoffe, das klappt auch gut. Ja, dass er da mitmacht eben bei dem Termin. Genau, aber es geht jetzt nicht anders. Die Situation ist jetzt, wie sie ist und es wird schon irgendwie gut gehen, dass der kleine Mann dabei ist, aber ja. Also bitte seht es mir nach, wenn jetzt dieser Vlog von dieser Schwangerschaftswoche sehr kurz ist und bitte seht es mir auch nach, wenn ich die Umstände gegebenenfalls nicht genauer erkläre. Vielleicht mache ich das im Schwangerschaftsupdate für die, wo bin ich denn jetzt, 32. Woche. Ich bin total durcheinander, ich bin total durch den Wind. Vielleicht werde ich ein paar Worte darüber sagen, muss ich mir noch überlegen, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich muss da irgendwie nochmal ein paar Tage drüber nachdenken und ja, erstmal selber für mich klarkommen und dann entscheiden, ob ich das teilen möchte oder nicht. Ja. Ja. Genau, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Vlog für diese Woche noch länger wird. Wenn nicht, sehen wir uns dann
in einem Schwangerschaftsupdate wieder oder in einem anderen Video, schauen wir mal. Genau. Mehr habe ich, glaube ich, gerade nicht zu erzählen. As long as we had each other, oh, everything was black and white.